Hallo und willkommen zurück in Adania. Wie ihr sehen könnt, die Pferde haben sich wieder mal ein bisschen vermehrt. Wieso auch immer. Naja. Jetzt haben wir schon drei Gäule hier. Und zwei hier. Aber das soll uns nicht weiter stören. So. Wir sind gerade dabei, die Kiste zu packen. Oh, hoppala. Hab mich direkt wieder abgeworfen. Ja, was wir alles mitnehmen wollten. Also das hier war die Kiste, die, wo wir jetzt das Zeug mitnehmen wollten. Endstein. Chorusblüte. Also Chorusblüte weiß ich nicht, was ist. Das kommt erstmal weg. Endstein. Weiß jemand, wofür das gut ist? Ich nicht. So, so. Hier fehlt jetzt natürlich noch Holz und Co. Das haben wir extra gesammelt. Hier war auch noch irgendwas drin. Knochenmehl. Ja, ja, das Holz nehmen wir mit, natürlich. Ganz wichtig. Sowas, ach, die kleinen hier brauche ich nicht mitnehmen, aber die vollen Stacks nehme ich alle mit. Der Rest kann erst einmal hier bleiben, ist jetzt nicht so wichtig. So, der Kram kommt hier hin. Endstein, ach, keine Ahnung, wofür das gut ist. Ist noch irgendwas wichtig? So Zäune, das können wir alles dann direkt craften. Das hier auch. Ja, sieht doch ganz gut aus soweit. Sand habe ich schon eingepackt. Ja, ein Stack, gut. Habe ich denn Leder? Wo ist Leder? Hier ist Leder. Das nehmen wir mit. Setzlinge. Ich hatte diese vier. Bin ich blind oder habe ich das irgendwo hier? Oder, nee, das habe ich schon eingepackt, ne? Richtig, richtig. Die habe ich schon. Okay. Das ist fast, na, nicht zu viel, aber das geht schon an die Grenze ran von dem, was man tragen kann. Ich ziehe das mal an. Ja, wie machen wir das? Also ich könnte ja noch ein bisschen was in so einer Endertruhe zwischenlagern. Dann baue ich die nämlich direkt auf. Was könnte man in so eine Endertruhe... was können wir da reinpacken? Was ist auf dem Weg wichtig? Also auf dem Weg, ich würde sagen, das Holz, das brauchen wir auf jeden Fall direkt. Die Endertruhe brauchen wir auch direkt, ist klar. Endertruhe, weiß nicht, wie viel Platz da drin ist. Ich glaube, so viel ist das ja nicht. Futter brauchen wir nicht alles. Das heißt, da könnten wir einen Teil schon mal in die Endertruhe packen. Wenn wir dann dort vor Ort sind, können wir uns daran bedienen. Die Truhen brauchen wir auch erst vor Ort. Das brauchen wir vor Ort. Kohle, das hier. Bitte, noch mehr Kohle. Baumaterial nehme ich direkt mit. Amboss, auch dort vor Ort. Ja, komm, den Kram hier. Und diese zwei hier. Okay. Ist damit die Endertruhe voll? Ich weiß nicht. Ich packe einfach mal noch das hier ein. Obwohl, Haltbarkeit 5, Haltbarkeit 2, 1 und Effizienz 2. Okay. Das nehme ich dann alles so ins normale Inventar. Viel einsammeln kann ich ja nicht. Was ich noch gerne machen würde, wäre unterwegs noch drei Schäfchen plätten, damit ich ein bisschen Wolle habe. Dann könnte man noch ein Bett machen. Und das dient ja auch nochmal als Spawnpunkt. Das heißt, wenn man da ankommt, kann man es direkt ins Bett setzen und dann... ja. Können wir das spawnen. Oder uns hinteleportieren lassen. Ja, den Kram lasse ich dann mal so. Jetzt renne ich mal zu einer... ich könnte... aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer so ein bisschen Bammel. Ich könnte die hier natürlich setzen und dann wieder abbauen. Mal checken. Behutsamkeit. Klappt das? Wir prüfen es. Oh, da passt echt was rein, ne? Wow. Da passt ja richtig was rein.
zwei Teile noch. Die Spitzhacken könnte ich da... Wow, das ist echt... Wow. Okay, ich meine, durch die Schulkerkisten, da haben wir ja noch mal mehr drin. Das ist ja schon fast ein ganzer Umzug. Geht das? Ja. Ich hatte schon ein paar mehr. Okay. Dann nehmen wir das noch alles mit. Das da. Nehmen wir alles mit. Aber schon mal direkt ein bisschen vorsortieren. So. Das Essen nehmen wir in die Hand. Fackeln haben wir am Start. Wir haben eine zweite Schaufel, falls die hier hin ist. Das heißt, wenn wir ankommen, können wir uns erst einmal, ich sag mal, grob einmauern, einzäunen. Nein. Lass mich. Ach ja, ihr Süßen, ja, habt ihr richtig Platz, wenn ich hier weg bin, ja? Ja, dann natürlich nicht. Jetzt kann ich echt noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Was will ich denn noch? Das ist nicht wert. Will ich noch mehr Holz? Ach, das ist eigentlich Quatsch, ne? Was brauche ich denn überhaupt noch? Nein. Tja, ein bisschen Luxus. Was man nicht wirklich braucht. Komm, hier so eine Türe. Die Zäune, damit uns nicht wegschmeißen muss. Das hier kann ich dann direkt benutzen. Redstone-Lampen? Nö, nö, nö. Die lasse ich erstmal hier. Brauche ich nicht. Ein bisschen Stickies, ach Gott, ja. Das sieht gut aus. Ich denke, das reicht, ne? Was wir jetzt haben, reicht. Windkuchen hat sich freigeschaltet. Herzlich willkommen. Ja, wir brauchen jetzt noch den Spielerstatus. Zu essen haben wir genug. Wir haben ein bisschen Leder. Wir haben hier oben eine jede Menge Pferde. Wovon ich vielleicht eines sogar benutzen könnte zum Reiten, obwohl... Ich möchte kein Pferd benutzen. Wenn wir jetzt raus in die weite Welt gehen, abschließen. Schönes Häuschen. Könnten wir auch ein, wie heißen die, so ein Lama holen. Ich glaube, hier liefen Lamas rum. Wir haben auch Karlchen, glaube ich. Karlchen hat schon einen Namen. Der wäre vielleicht dann auf uns schon direkt mit uns verbunden, sodass den kein anderer mehr irgendwie reiten dürfte. Weil Nametag habe ich jetzt nicht. Komm, hier liefen noch mal so viele rum. Ich habe den Sattel jetzt auch gar nicht mit, ne? Ich habe die Endertruhe dabei. Und da war jetzt der Sattel drin. Hier sind Schaf, aber das lasse ich erstmal. Man weiß ja nie, vielleicht möchte derjenige, der hier wohnt, möchte das Schaf behalten und dass es hier rumläuft. Das Tiere tötet man niemals wahllos, vor allem auf so einem Server nicht. Ne? Ich meine, die machen hier schon so ein bisschen was vom Charme aus, wenn man hier so herläuft. Na, was haben wir da hinten? Mehr leere Grundstücke, aber das hier sieht schön aus. Ui. Wow. Das ist richtig nice. Und da hinten ist so eine Schaffutterstation. Da könnte ich Wolle herkriegen, hä? Da gehe ich gleich mal hin. Ist das mal der Hammer, ganz ehrlich. Das ist richtig schön gemacht. Mit so einfachen Mitteln, aber der Effekt Wahnsinn. Das gefällt mir. Also, an den Erbauer von diesem Teil hier, Thumbs up. Klasse. Darum noch ein wildes Pferd. Ich guck mal, wie viele Herzen das hat. Eine Reihe. Noch ein Pferd da unten. Ich will ja eigentlich wirklich ein Lama, aber... Zur Not. Ui, es hat viele Herzen.
Und es ist auch schon bereit, von mir geritten zu werden. Also brauche ich nur noch einen Sattel. Es verfügt über keinen Namen, befindet sich nicht in meinem Besitz. Das heißt, jeder könnte damit davonreiten, wenn ich dem den Sattel aufsetze. Ne? Und der Sattel ist, ich weiß nicht, was man für einen Sattel alles braucht. Ach, den kann man gar nicht craften, ne? Oh. Da ist der wirklich was wert. Na komm, lassen wir es erstmal. Schäfchen. Was steht hier? Nur für Neulinge. Sind wir noch? Können die Essensspender verwenden? Ja. Auf dass wir viel Wolle rauskriegen. Na, nicht alle auf einmal. Mann. Aha. Ich bekomme nur gebratenes Sammelfleisch. Keine Wolle. Das ist echt schade. Ach, das ist echt schade. Na gut. Aber jetzt haben wir noch mehr Essen. Ach, die Eisenbahnschienen. Skelettpferde. Schauen wir uns die nochmal an. Oh, hat aber wenig Herzen. Auch so wenig. Gott. Nee, das ist zu wenig. Können wir da drauf? Ist gesichert. So, wir sind jetzt hier im Nirgendwo gelandet. Jetzt teleportieren wir uns einfach mal zurück, wenn es hier jetzt nicht irgendwo weitergeht. Da vorne könnte man noch rein. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir gerade sind. Orientierung habe ich ein bisschen verloren, aber es ist ja nicht schlimm. Ja, nee. Ab nach Hause. Home? Ja. Okay. Also. Fassen wir zusammen. Wir haben jetzt alles eingepackt. In der Endertruhe ist alles drin. Wir haben jetzt noch Hammelfleisch. Wolle gab es keine. Schade. Alles ist soweit gut. Dann würde ich sagen, wir brauchen jetzt noch den Spielerstatus. Und da schauen wir mal, wie das jetzt so geht. Ich glaube, Spieler, ja. Spieler kaufen 1500. Kauft den Rang des Spielers. Kosten 1500 Euro. Ja, klicken wir drauf, ja. Wir sind Spieler. Ich habe... Ach, deine Region. Ich wollte schon gerade sagen, ich habe Wolle bekommen. Nee, damit markiere ich meine Region. Ah, okay, Grundstücksprüfer, ja. Und jetzt gibt es hier wieder ein Tutorial, Spieler-Tutorial. Packen wir das mal auf Seite. Dass ich nicht aus Versehen hier diesen Bereich claime. So, willkommen im Tutorial für Spieler. Wo finde ich das Freebuild? Über den Warp Arda gelangst du zu einem Portal, zu der Freebuild-Welt. Du kommst in der Hauptstadt Neukatringen raus. Ist das so richtig? Ja. Von der aus nach ca. 200 Blöcken in alle Richtungen gebaut werden kann. Um einen genauen Überblick über das Freebuild und verfügbare Bauflächen zu bekommen, gehe auf mapardania.de oder gib Map ein. Oh, das kriegen wir hin. Jetzt kommt hier wieder so eine Frage. Wie kommst du ins Freebuild? Über ein Schiff im Hafen von Katringen? Ein Admin fragen? Arda. Admin-Fragen ist auch ganz nett. Ich glaube, da freuen sie sich, wenn man die wegen jedem Scheiß fragt. Dann Hafen
Ist es auch nicht. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass es das ist. Jo. Grundstücke protecten. Wenn du einen freien Platz zum Bauen gefunden hast, dann solltest du dein Grundstück mit 4 Säulen in einem Rechteck gut sichtbar mit ca. 10 Blöcken Höhe markieren. Jo, okay. Erstelle dann ein Ticket, damit dein Grundstück gesichert werden kann. Ticket open. Also, wir nehmen diese Markierungsblöcke und machen ein Rechteck. 10 Blöcke Höhe markieren, also 10 Blöcke hoch. Na gut, das ist wirklich deutlich sichtbar. Und dann müssen wir ein Ticket erstellen und dann kommt ein Admin und macht das für uns. Hier eine Beispielmarkierung. Ah ja, okay. Das ist deutlich. Ein kleines Grundstück. Wie markiere ich mein Grundstück? Zum einen Zaun um sein Grundstück bauen, ja, klar. Mit 4 Säulen in einem Rechteck, die ca. 10 Blöcke hoch sind. Oder nur die Koordinaten ins Ticket schreiben. Da freuen sich auch wieder die Admins, deswegen die Sache hier ist ganz eindeutig. Okay. Rechte auf dem Freebuild-Grundstück verwalten. Deine Freunde kannst du mit RG@ Member, Regionname, Spielername auf dein Freebuild-Grundstück hinzufügen. Rechte entfernen kannst du mit RG Remove Member, Regionname und Spielername. Wie die Region heißt, siehst du, wenn du innerhalb deines Grundstücks mit einem Papier auf den Boden klickst. Mit irgendeinem Papier. Wahrscheinlich mit einem Grundstücksprüfer. So, RG Add Member, RG Remove, RG. Wird das die Frage sein? Frage 3. Wie fügst du einen Mitspieler als Member auf deinem Freebuild-Grundstück hinzu? AS at Friend, RG at Member, RG at Owner. Ja. Das war's. Jetzt sind wir vollmündige Spieler. Mit allem drum und dran. Puh. Das Abenteuer kann also losgehen. Die Strecke. Ja, hier sehen wir, hier können wir natürlich auch nochmal an die Truhen ran. Was wir alles dabei haben. Sattel, wir laufen das jetzt mal. Ich hole jetzt kein Tierchen extra dafür. Es ist ja auch Quatsch. Brauchen wir nicht. Zurück können wir uns immer wieder porten. Und sobald wir angekommen sind, setzen wir auch dort einen Homepunkt. Und damit sollten wir direkt immer wieder hin und her reisen können. Also ist das alles nicht tragisch. Freebuild Guide. Okay, also ganz viel Stuff, den legen wir erstmal weg. Jetzt geht es zum Grundstück. Erstmal zur Startwelt. Von hier aus meine ich mich ein wenig auszukennen. Meine ich, ne? Ich gehe jetzt einfach hier in die Richtung. Richtung Baumfarm. Und wir laufen auch ein bisschen. Ich meine, Essen haben wir ja genug. Einfach geradeaus weiter. So, jetzt ist es mitten in der Nacht, das ist ja herrlich. Ab hier beginnt das Freebuild. Du musst Spieler sein, um hier bauen zu können. Schau dir unsere Map mit Map an, um einen schönen Bauplatz zu finden. Viel Spaß, das habe ich getan. Spinny. Hinten ist Creepy. Oh, Creepy. Das machen sie mit den Spielern. Die Karo. Und der Wächter. Kann ich mit ihm reden? Sei vorsichtig, wenn du die Vorstadt verlassen möchtest. In den Minenwelten und dem Freebuild sind viele hungrige Monster unterwegs. Falls du doch mal sterben solltest, werden die Koordinaten deines Todes im Chat angezeigt. Ja. Okay, dann mal raus, hä? Schwert in die Hand, Rüstung ist an. Eisdolch, gut. Wir haben schon die ersten Leute gebaut. Direkt hier vorne. Direkt mal ein Klotz. Aber wenigstens hier am Rand das volle Holz hier verwendet. Immerhin, ne? Das ist schon mal wesentlich besser. Als einfach nur mit Holz einen großen Klotz bauen. Das Dach ist auch interessant und der Kamin. Also ich muss sagen, irgendwie hat es was, ne? Das, irgendwie ist das witzig.
So, und das meine ich halt mit diesen Statuen, die hier gebaut sind. Und wow, das ist ein schönes Häuschen. Das ist schön. Also auf dem Weg gibt es wirklich eine Menge zu entdecken. Das sieht man ja schon auf der Karte. Ja. Türen kann man ja überall öffnen, damit man sich das mal anschauen kann. Kommt man da auch? Oh, da kommt man auch dran. Okay. Ja, ich will jetzt nicht zu sehr stören hier. Aber schick sieht's aus. Guck, also, oder? Gute Idee da oben hier mit diesem. Dass es da so seitlich so ein bisschen weggeht. Das ist schön. Wow. Sehr kreativ. So eine Wüstenlandschaft wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich bevorzugen würde. Oh ja. Gigantisch. Und das sind Eisenblöcke. Da hat jemand gefarmt. Ah, da haben wir auch schon einen Zombie. Na komm. Unserem ersten Kampf stellen wir uns. Wie Männer. Es gibt auch Erfahrung. Oh, es ruckelt ein wenig. Ah, oh Gott. Tu das nicht. Creeper. Oh Mann. Tja, das ist jetzt halt die neue Welt, ne? Hier muss man jetzt Acht geben. Also das sieht ja echt. Ist ja auch ein großer Kasten. Mit Kätzchen. Okay, ich meine, es ist jetzt sehr praktisch eingerichtet. Na gut. Und da hinten noch ein Häuschen. Ich sage ja, auf dem Weg wird uns viel begegnen. Wir schauen uns auch alles in Ruhe an. Upp. Ne, hier. So, und wie es in diesem Ding aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Toll, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.